Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, dem DLC Neues Spiel Plus. So, wir haben schon den Anfang gemacht auf Ultraschwer und jetzt werden wir die Story natürlich weiterhin gnadenlos verfolgen und alle Mal den Seitenaktivitäten oder Schildflügel Nebenaktivitäten ausprobieren. ignorieren. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? So schaut's aus. Ne? Gleiten ist ja auch nichts Okay. anderes. Jetzt kann ich wohl von jeder Klippe springen. Ist auch nichts anderes als langsames Fallen. Nicht wahr? Okay. Genau. Ich habe ja jetzt auch meine Reitmaschine bereits freigeschaltet. Breitet sich Okay, wohl so. auch hier aus. Ja, ich sollte wohl nicht in mit Mein Inneres Verderbnis rastet verseuchtem Wasser irgendwas. schwimmen. Ja, was auch immer darin passiert, ich habe den Schnellreisepunkt schon mal bekommen. Mehr möchte ich nicht. Also dann. Genau, X gedrückt halten. So. Oder, ich glaube, wenn ich X öfters gedrückt halte, nicht gedrückt halte, aber öfters drücke, dann ist das schon mal besser. Dann breche ich schneller im Galopp aus. Alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Zero Dawn Zeit zu verschaffen. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade kein Tier umgeritten. Hat sich gerade beim Vorbeireiten so ein bisschen danach angehört. Upp, nein, komm schon. So, genau, hier kommt auch noch mal ein schönes Lagerfeuer dazu. Sehr schön. So. Perfekt. Da ist schon das nächste Lagerfeuer. Herrlich. Was? Wildtierkill? Was? Ich habe noch nicht mal was gesehen. Verdammt nochmal. Ich habe das Gefühl, das wird mir öfter hier im Spiel passieren, oder? So, erstmal. Nein. Aloy, ganz ruhig jetzt. Erstmal das Lagerfeuer hier abholen. Genau. Damit es als Schnellreisepunkt verfügbar ist. Unbekannte Rebellen Außenposten ist mir sowas von egal. Auch die Rebellen Außenposten werde ich gekonnt ignorieren. Bin ich schon da? Ich bin tatsächlich schon im Außenposten drin. Wow. Wollte ich jetzt nicht. Rebellen, wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich Genau. bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Bedeckt halten? Ja. Anführer? Nein. Das lassen wir mal schön bleiben, Aloy. So, hier auf der anderen Seite von dem See. Koordinaten scheinen zu diesem Wrack zu passen. Hat er Hades auf noch einen Titan installiert? So, ich werde jetzt einfach mal, anstatt drumrum zu reiten, ich habe das Gefühl, das wird jetzt genauso lange dauern, als wenn ich einfach mittendurch schwimme. Kann ich hier auch? Nee, ich kann nicht schneller schwimmen. Das ist schon das Maximum. Ja gut. Was erwarte ich auch großartig? Aloy ist ja jetzt auch keine Olympiaschwimmerin. Auch wenn sie natürlich dennoch sehr sportlich ist, das will ich ihr natürlich keinesfalls abstreiten. Oder absprechen. So langsam ist die Geschwindigkeit ja auch nicht. Ist ordentlich, ist normal, ist gut. Passt. Okay. Hier ist es. Laut den Koordinaten, die ich vom Turm ausgescannt habe. So, Eine endlich. Werkstatt unter einem toten Horus-Titan. Genau der Ort, an den Silent sich verkrüppelt. Eine Art Protokoll. Das meiste ist zensiert. Aber anscheinend hat Silence dran gearbeitet, dass Hades redet. Genau. Armer Muss Hades. ich So abspielen? beengt hier drin. Weiß ich nicht. Kein Platz zum Nachdenken. Hm. Man kann nicht mal sprechen. Jetzt ist es auch automatisch abgebrochen, komischerweise. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Ich glaube schon, deshalb wahrscheinlich. Ja. Damit hätte ich doch schon alles. So, muss ich jetzt nicht seine Spur verfolgen? Hier, die hier? Impo
Ja, gucke ich mir es mal einmal so sporadisch an. Armer Hades. So beengt hier drin. Kein Platz zum Nachdenken. Man kann nicht mal sprechen. Die Prozessorkugel eines Titanen auf der anderen Seite. Na, das kennst du ja. Mit dem Anzünder. Sobald ich dich da draufgeladen habe, hast du es viel bequemer. Zumindest bis zu den Verhören. Ist hier noch was? Ah. Da ist Bonuszeug, das ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber. Naja. Noch irgendetwas hier? Dürfte doch schon alles gewesen sein, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, wie kann ich jetzt durchscrollen mit dem rechten Analogstick? Okay. Ich scroll mal bis ganz nach unten. Vielleicht muss ich das ja. Das Gerät blinkt. Ach so. Silence will, dass ich es überprüfe. Na. Ja klar, natürlich. Ich ignoriere natürlich das auffälligste Ding, das hier ist. Lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Aha. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades. Mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 17,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Ja, ja, Neustart. Doch Einheiten werden versagen. Wieder dabei, ja? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy, Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest? Tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Mhm. Er meint, er hätte alles in der Hand. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, wo er die Kugel hingetan hat. Genau, ja, ich, schon klar, der Spur, soll ich die Spur markieren? Weil ich meine, brauche ich eigentlich gar nicht. Man sieht ja, wo sie lang führt. Tja, mal sehen, wohin die Spur führt. Da brauche ich ja nicht noch extra den Fokus, um dieser Spur zu folgen. Beim besten Willen nicht. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt überhaupt lohnen würde, meine Reitmaschine zu rufen. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. So, die Maschinen hier, die muss ich ja nicht erledigen. Die kann ich auch skippen, denke ich. Whoops. Wenn ich das überhaupt schaffe. Zugegeben, wenn der jetzt näher rankäme. Wo sind die verdammten Steine? Da. Willst du nicht? Nö? Na gut. Wow, okay. Da war der zweite Speerstoß scheinbar noch nötig, denke ich mal. Hab jetzt nicht damit gerechnet, dass es nochmal so eine andere stiller Schlag-Animation geben würde. Ich bin sicher, dass er ein Backup von Gaia gefunden hat. Aber wieso? Überall, wo ich nachgesehen habe, jede Spur, alle Sackgassen, alle Backups gelöscht. Also, was hat Hades ihm gesagt? Ja, wirst du herausfinden, meine Liebe. Metallblumen, stimmt, ich habe ja jetzt mittlerweile das Upgrade, mit denen ich die öffnen kann. Das war's mit der Metallblume. Gab's?
Ach, stimmt ja. Oh, oh. Ein Händler. Hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Hallo. Ich könnte Vorräte kaufen. Was macht eine Nora so weit im Westen? Nö. Egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Danke, ich bin versorgt. Ziemlich gut versorgt sogar. Mit den Sprengstoffen und vor allen Dingen hier mit der Sonnengeisel, mit der ich noch verschiedene Statuseffekte herbeiführen kann. Quasi für jeden Gegner möglichst die ideale Schwäche ausnutzen kann. Würde ich sagen, bin ich doch ganz gut dabei. Okay, genau. Okay. Mal sehen, wo der Chat des Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Ja. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Hades tut. So. Ja, sogar. Okay. Es reicht. Genau, beenden wir es. Hello. Ja. Wird er darauf? Ja, da ich hier kann. Also, hast du. Es gibt uns. Und wie ich sehe. Aber mir stund so intern ist. Das hast du. Oh je. Wo hinter der Hades ein Test testet. Das hat. Ich muss also oder will. Übrigens, kleine Randnotiz. Leider ist der Schauspieler von Silence, den wir hier jetzt sehen, verstorben. Ne? Ja, möge er in Frieden ruhen. Habe ich auch erst vor kurzem erfahren, muss ich gestehen. Ne? Aber ja, sehr schade. Ne? In Ordnung. Aber das es ist ein du bist. Wenn du mich dann teilst. Obwohl. Halo. Danke, Versuch. Also, aber. Der Gute hat auf jeden Fall ordentliche Arbeit geleistet. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte eintreten. Genau, ja. Oh. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich hab. Alles gut. Ich glaube, Halo. Wir haben Glück. Du hast schon Glück? Das, was du brauchst. Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Yep. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile Och, und das jetzt? Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Oh. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Echt jetzt? Ich muss das nochmal herstellen? Ich hab das Ding doch schon drin. Wozu? Brauche ich doch gar nicht. Zum Glück habe ich noch mehr als genug Zeug aus dem ersten Durchgang, dass ich zumindest vom Sprungschläger nicht noch so eine Waffenspule brauche. Finde ich schon ein kleines bisschen unnötig, dass man es trotzdem noch einmal herstellen muss. Man hat es doch schon im Inventar. Ich habe es vorhin sogar schon benutzt hier drüben. Den Anzünder brauche. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. Naja, nicht da drüben, da, hier, da habe ich es doch benutzt. Meine Güte. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Mhm. Oh Mann, und ich dachte, und ich wollte schon zu Silence sagen, ja, ich muss geduldig sein, aber nicht, aber nicht, bis ich diesen Gegenstand habe, weil ich ihn bereits schon längst habe. Ich muss geduldig sein, bis du aufhörst zu reden und mich mit dem Ding interagieren lässt. Aber nein. Geh lieber einen Schritt zurück. Wie es scheint, musste ich mich auch in der Geduld üben, die er gemeint hat. Yay. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Oh Gott. Hier ist alles überschwemmt. Da war ja was. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ups. Ich muss irgendwie darüber kommen. Das war jetzt doof.
richtig? Oder bin ich in der Lage, vom Wasser aus hier auch hochzuklettern? Das sieht so aus, als wären diese Flöcke, als ob ich daran hochklettern könnte. Aber nein, kann ich nicht. Okay. So. Au. Okay. Kommt mir bekannt vor. Klar. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. So, schön langsam. Okay. Genau, diese Dinger, die konnte ich ja. Wie kann ich nochmal den. Verdammt. Mutstoß Fernkampfmeister. Nee, das will ich nicht aktivieren. Wie kann ich jetzt noch einmal. Moment. Wieso kann ich jetzt gar nicht zielen? Ich muss doch jetzt dieses Gitter da ablösen, oder nicht? Das ist doch jetzt das, was ich tun muss als nächstes. Aber das Spiel lässt mich leider gar nicht zielen. Muss ich dahin? Um das machen zu können? Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Halte L2 gedrückt und tippe Dreieck an. Ja, jetzt zielt sie. Ach so, durch das Drücken von Dreieck. Ah, durch das Drücken von Dreieck schalte ich überhaupt erst auf den Zugwerfer um. Ah, okay. Mit L2 komme ich nicht in den Zielmodus. Das hat mich die ganze Zeit verwirrt. Aber ich kann trotzdem. Ja, okay. Ich kann trotzdem noch den Zugwerfer benutzen, wenn ich auch keine Waffen benutzen kann. Alles klar. Gut, gut. Wo zum Teufel? Muss ich da weiter? Ich versuche jetzt das wieder so zu timen, dass ich nach oben springe, weil ich denke mal, das ist es, was ich tun muss, oder? Oder? Ach Gott, ich bin gerade mega verwirrt. Mache ich hier gerade etwas Optionales? Ich denke schon. Ich hätte wahrscheinlich zur anderen Seite springen müssen. Ich guck mal, ob ich da weiter muss. Ja, da geht's auf jeden Fall schon mal weiter. Da ist ein Weg. Zack, genau. Gedrückt halten. So. Genau. Na komm, Aloy. Und zack. Jawohl, hier geht's auch so. Einmal rum. Oh boy. Das hätte jetzt auch schief laufen können. Naja, wobei ich hätte hier jetzt nicht sterben können, glaube ich. Ich glaube, das ist hier jetzt nicht möglich. Ja, okay. Alle Wege führen so oder so dorthin. Es sei denn, ich komme noch ein Stückchen weiter hoch. Oh. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, die wird auf jeden Fall schon mal runtergelassen als Shortcut. Die Tür ist zu. Ah ja. Daneben ist irgendein Gerät. Eine Energiezelle. Genau. Diese Energiezellenrätsel, ich erinnere mich. Hat geklappt. Ach ja. Gerade bei solchen Stellen ist es wirklich so, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. So grob erinnere ich mich noch an ein paar Sachen, aber natürlich auch nicht an alles. Was zum. No. So. Das soll ja nicht auf mich drauf fallen. Nein, falsch.
So. Da drücke ich R2 immer viel zu früh. Verdammt nochmal. Oder soll ich nach vorne schieben? Au. Oh. Das wollte das Spiel von mir. Whoops. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Mhm. Die Konsole ist abgeschaltet. Okay, Moment. Schön hierhin. Ach komm, Aloy, bitte. Schön da nach oben, genau. Perfekt. Das hier schon mal wegsprengen. Ne, eine Energiezelle gibt es hier noch nicht, aber dafür, genau, kann ich jetzt die hier nehmen. Let's go. Ich denke mal, das hier ist für die Tür, oder? Ja, Sicherheitskonsole. Nun. Und? Ah, sieht gut aus. Doch nicht. Au, alte Truhe. Die nehme ich natürlich noch mit. Was haben wir denn hier? So, und jetzt die Energiezelle dort reinlegen. Ja, okay, klar, das unfassbar dicke Kabel führt ja auch hier hin. Deswegen muss die Energiezelle für die Tür natürlich auch hier rein. So. Elizabeth und Travis Tate. Come on. So. Perfekt. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich habe mir vorgestellt, wie die Cosinus-Trottel, die falsche Gaia. Das Seil ist zu kurz. Und ich dachte, okay, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Ich kann den Typen jetzt schon nicht mehr reden hören. An den Typen erinnere ich mich auch noch gut. So, und let's go. Oh nein. Nein. Boah. Puh, ich habe gerade noch geschafft, das Ding zu packen. Oh. Okay, jetzt aber. Nein, 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 was? What the hell, Aloy? What the hell? Nein. Ach, scheiße. Ach. Doof. Hab die Leiter gar nicht gesehen. Die Shortcut-Leiter. Kombination abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. What? Ich muss ja jetzt nein, ach, meine Güte. Wenn ich einmal aus dem Konzept bin, dann laufe ich rum wie ein Huhn ohne Kopf. Immer wieder herrlich. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Lass deine Mutter da aus dem Spiel. Noch nicht einmal die will was mit dir zu tun haben, habe ich das Gefühl. Ja, an dem Drecksack und was der alles für Scheiße angestellt hat, daran kann ich mich noch gut erinnern. Nein, 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 komm, komm, komm. Nein, es ist... Ich wollte gerade sagen, an eine Stelle erinnere ich mich noch verdammt gut. Und zwar an eine Stelle, bei der ich immer wieder abgerutscht bin. Egal wie oft ich mich festgehalten habe, ich bin immer wieder an einer Stelle abgerutscht. Das hier ist wahrscheinlich die Stelle. Oh. Seht ihr?
Ich drücke keine Tasten, ich drücke nicht Kreis oder sonst irgendetwas, um loszulassen. Das Spiel lässt aber automatisch los, ich kotze. Oh Mann. Was habe ich denn damals gemacht, um die Scheiße irgendwie wieder auszugleichen, um die zu umgehen? Was habe ich denn damals gemacht? Nein, ey Leute, bitte, bitte. Das ist echt unfassbar. Das ist unfassbar. Wirklich, die Viereck-Taste drücke ich nicht einmal. Wasser im Stiefel. Wirst du öfter haben, habe ich das Gefühl, Aloy. Glaub's mir. Oh Gott, ey, wie mich das jetzt schon wieder ankotzt, wirklich. Da. Was? Wie habe ich denn das jetzt angestellt? Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Du kriegst das hin. Das wird schon funktionieren. Alles gut. Okay. Danke. Oh. Meine Fresse. So. Springen geht nicht. Ja, also gleiten. Aber wenn ich gleite. Genau. Perfekt. Okay. Genau. Zack. Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Hier lang, ne? Denke ich mal. Na dann. Solche Stellen, die könnten bei mir wieder wahrscheinlich genauso lange dauern wie noch beim ersten Mal durchspielen. Ihr merkt's ja gerade selbst. Eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Nehme ich einfach mal alles mit, was ich nehmen kann. Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Far Zenith? Da war jetzt kein Code. Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. So, hier. Ja, okay. 7482 wird es wahrscheinlich sein, ne? Mann, hä? Moment. Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Geht schon. Ich habe hier einen persönlichen Filter. Siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? Na also, das war's schon? Cool. Alter. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shaw steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Puh. Boah. Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Fasina. Da ist die Tür. Jawohl. Ich komme näher. Mhm. Über Umwege, wie es halt immer so ist in diesen Ruinen. Okay, wow. Dass es noch so um die Ecke herum ging. Nein. Überrascht mich. Ah, falsche Taste.
Viereck, um sich fallen zu lassen. Och nö. Echt jetzt? Ich habe die Leiter auch schon wieder nicht, Mann, gesehen. Herrgott nochmal. Es waren ja schließlich nur zwei Sprünge. Ich erwarte nicht, dass dann das Spiel tatsächlich so fair ist und... Oder was heißt so fair? Dass das Spiel dann tatsächlich so großzügig ist und mir nach diesen zwei Aktionen direkt den nächsten Shortcut gibt. Nein. So. Ich bin jetzt... Ich versuche mich jetzt sehr zu konzentrieren, nicht wieder die falsche Taste zu drücken. Wirklich. Davon abgesehen, diese 5 Skillpunkte, die kann ich jetzt auch mal langsam investieren. Ne? Indem ich jetzt auch mal mich um diese ganzen Sachen hier kümmere. Ne? Die kann ich jetzt sowieso für die Sachen ausgeben, die ich eh nicht mehr nutzen werde. Welche aber die einzigen sind, für die ich noch Skillpunkte ausgeben kann. Ach Mann. Echt jetzt? Aloy, bitte. So, danke. Okay. So. Hier, genau. Bam. Jetzt aber. Puh. Na. Wow, okay. Gut, hat funktioniert. So, Fieck. Danke. Genau, hier muss ich ja auch das Ding noch einmal runterziehen. Perfekt. Nichts drücken. Okay. Oh. Gut, dass es jetzt wenigstens funktioniert, ey. Ich wüsste nicht, was ich sonst getan hätte. Außer ausrasten. Das hätte ich mit Sicherheit getan. So viel steht fest. Okay. Da wären wir endlich. Okay. Hi. Das war das. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobel. Treten Sie ein. Ich muss auch ehrlich zugeben, generell so einen New Game Plus Durchgang, den finde ich immer ziemlich erfrischend, weil ich auf diese Art und Weise quasi das Spiel noch einmal nachholen kann, ohne die Story im Ganzen noch einmal durchzuspielen. Aber so an die gröbsten Sachen erinnere ich mich trotzdem noch, während ich es peu à peu weiterspiele. Ne? Obwohl ich viele Sachen so an sich nicht mehr weiß, aber sobald ich halt die jeweiligen Stellen in der Story erreiche, dann, ja, kommen die ganzen Erinnerungen doch langsam wieder. Deswegen finde ich solche Durchgänge tatsächlich relativ praktisch und auch immer noch unterhaltsam. Ne? Okay, zugegeben, dieser Vorteil greift natürlich auch nur dann, wenn man zwischen dem ersten Durchgang und dem New Game Plus ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Ist klar. Okay, jetzt mal im Ernst. Wo? Ach, da oben. Ah, okay. Ne, klar, nur dann ist dieser ist Vorteil, nur für die Konsole nicht. Den ich gerade genannt habe, da. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? In so einem Fall wie zum Beispiel bei Spider-Man, ne? Bei dem Spiel, da habe ich das New Game Plus ja quasi direkt nach dem Hauptspiel gestartet. Da greift das jetzt natürlich nicht unbedingt, aber gut. Möchte ich. Aktivierung. In Fällen wie The Last of Us Part 2 und jetzt hier Horizon Forbidden West. Scheint instabil. Passt das. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Mhm. Ja. Leg los. Let's go. Hier dürfte ja jetzt okay. Auch gleich die Cutscene abspielen. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Boom.
hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die... Genau, jetzt kommt die Cutscene. Und jetzt kommen die Leute von, ich glaube, sie hießen Far Zenith. Ihre Gruppierung in Anführungszeichen, ne? Die Leute von Far Zenith. So war glaube ich, der Name von der neuen Gruppierung, die jetzt auf den Plan tritt. Nicht dasselbe wie echt zu sein. So, da haben wir den Psychopathen. Ich kann nichts ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Ah ja, genau, da war ja was. Schaffst du jetzt? Mir ist zu nah. Ich schaff's nicht. Benutzt die Konsole. Au! Okay, ich muss ihn erstmal weglocken. Oh, wie suffisant er auch noch jetzt am Pfeifen ist. Come on, come on. Oh, oh nein. Komm mal her. Komm mal rangerutscht auf einen Zentimeter. Machst du doch so gerne auf Tuchfühlung gehen. Komm jetzt. Meine Fresse, ey. Jetzt lässt er sich Zeit bis zum geht nicht mehr. Du weißt doch gar nicht, was das ist. So, jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Ups. Oh, ne? Treffer! Das würde mir nicht helfen, Kleine! Wo zum Teufel? Ach, da. Mist. Eine weniger! Sehr gut. Was hast du vor? Wüsstest du wohl gern, woll? Wupp. Come on. Na also. Na los! Schieß auf mich! Nicht da drauf! Ja, weil er ganz genau. Wow, weiß, dass das nichts bringt. Au. Scheiße. Oh, ich wünschte, das würde niemals enden. Au. Aber alles Penner. Hat einmal ein Ende, nicht wahr, Mäuschen? Boah. Nenn mich nicht Mäuschen. Du Creep. Geschafft! Schluss mit dem Quatsch! Schön heilen. Muss ich noch. Aua. Ach, da ist noch ein. Oh Mann. Da ist noch eine. Du hast Mumm, Kleine. Gefällt mir. Alter! Boah, wie ich die hasse. So, endlich. Oh, ich muss den Hochrad kappen. Da drauf ballern. Der Draht ist von Kopplung gehalten. Ich muss alle ab. Oh, da sind noch zwei Kopplungen. Greif mich an. Nicht die dumme Maschine. Oh Mann, du bist echt ein Trottel, ey. Sie versteckt sich. Oh. Nur noch eine. Okay. Oh, go, 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 go. Aua. Viel besser. Wo zum Teufel? Da. Jetzt sehe ich. Meine Fresse. Ein süffisantes Grinsen wird dir vergehen. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es nicht zum Ausgang führt? Das Gute ist, ich habe ja jetzt schon die Tauchermaske, das heißt. Unendlicher Atem. Okay. Jetzt einfach nur noch hier raus und dann war es das auch schon für den heutigen Part. Falls ich das überhaupt hinkriege. Oh. Komme ich hier irgendwie so raus? Ja, sieht gut aus. Okay. Ah ja, stimmt. Hier jetzt gegen die Strömung anschwimmen. Hier noch ein bisschen Schub.
mitnehmen. Nice. Sehr schön. Irgendwas muss Aloy doch jetzt gleich aufsprengen und dann wird sie quasi mitsamt des restlichen Wassers hier rausgeschwemmt, oder nicht? Okay, schon klar. So, hat ein bisschen gedauert. Ich habe das zuerst nicht so richtig erkannt, dass das wieder so ein Gitter sein soll. Genau, und auch vorsichtshalber abtauchen. Okay. Das Öffnen von irgendeiner Tür sorgt auf jeden Fall dafür, dass sie jetzt rausgespült wird. So viel weiß ich noch. Ja. Bam. Wollte schon sagen. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Mhm. Genau. Soll ich jetzt hier rein? Ah, da, okay. Ja. Entzünde den Feuerglimmer, Tor des Todes. Dürfte damit quasi beendet sein. Ja, genau. Da wird sie ausgespült. Gleich wird sie, bereits quasi gesund gepflegt. Wird sie jetzt aufwachen? So. Und damit ist auch schon der nächste Story-Abschnitt fertig. Okay. Perfekt. Alles verheilt. Tor des Todes abgeschlossen. Fertigkeitspunkte, Champion-Gutscheine, ein paar EP. Fremde, geh am besten um die Felder herum. Lage ist giftig. Die sterbenden Lande. So, wo komme ich hier raus, verdammte Axt? Also, da. Oder? Re, nee. Sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. So. Einmal wieder die Vorräte auffüllen. Ach stimmt, hier ging's raus. Das Dorf ist kleiner, als ich dachte. Vorfragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva. Okay, ich dachte, hier wäre in direkter Nähe ein Lagerfeuer. Sehe ich doch hier. Damit kann ich Gaia neu starten. Wollte schon sagen. Dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber zuerst sollte ich mich etwas umschauen. Mal sehen, was hier zu finden ist. Ja, wir werden jetzt gleich auf direktem Wege hierhin reisen. Reinklang. Okay, super Leute. Also dann würde ich an der Stelle für heute erstmal wieder sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.